Im Kalthin-Klinikum geizt man nicht mit Superlativen. Das Krankenhaus soll die modernste Notaufnahme Deutschlands bekommen. Wenn der stramme Zeitplan gehalten werden kann, könnte diese schon im Winter fertig sein. Kostenpunkt knapp 10 Millionen Euro. Erstmal macht die Moderne macht natürlich immer die Technik aus. Hier kommt dazu, dass wir innovativ einen neuen Weg gehen. Wir gehen den Weg und wir planen ein offenes Raumkonzept für die Notaufnahme. Das heißt, dass wir die Notaufnahme als Raum erleben, nicht mehr als langen Flur mit vielen Zimmertüren. Das bringt dem Patienten erstmal, dass er vom Mitarbeiter schneller wahrgenommen wird, schneller gesehen wird, dass schneller auf Änderungen reagiert werden kann, dass der Patient fortwährend auch einen Ansprechpartner hat. Wenn so eine Zimmertür zu ist, ist die zu. Auf das CDK kommen durch den Umbau herausfordernde Monate zu. Die bisherige Notaufnahme kann schließlich nicht geschlossen werden, sie zieht deshalb um. Ab dem 15. März um 12 Uhr wird sie vom Eingang Welzower Straße erreichbar sein. In dem Glasanbau soll während der Bauzeit eine komplett funktionierende Notaufnahme geschaffen werden. Auch die ärztliche Bereitschaftspraxen werden hier einziehen. Bis auf einen anderen Weg soll sich für die Patienten aber nichts ändern. Für Patienten und Mitarbeiter wird es keine Einschränkung geben, bis auf den Weg. Wir werden sogar an dem neuen Standort so einen Vorgeschmack auf das offene Raumkonzept bekommen und auf die ja doch schnellere Problemlösung bei Notfallpatienten. Bis auf den Umzug soll der neue Weg zur Notaufnahme entsprechend ausgeschildert sein. Auch die Mitarbeitenden im Rettungsdienst werden sich umstellen müssen. Alle Rettungswagen werden ab dem 15. März nämlich auch den neuen, alten Eingang ansteuern.